Eine Gedicht von Max Dautendales Der weiße Stab. Als ob nur die ferne Grüfe heißt. Nun wandert das Eis, der Fluss ging auf, die Flut des Schollen zerbeißt, wie die Wut, die sich selber zerreißt. Und schwindend ist jetzt des Wassers Lauf, als müsst es mit Eile einholen, was ihm die Eisstarre gestohlen, als schlug es das Eis mit dem Meißel zu Hau. Es wirbelt rund, wie ein Kreisel geht, und Berg und Ufer ums Wasser sich dreht, als ob auf Erden nichts mehr steht. Und alles mit dem Wasser reißt, als ob nur die ferne Glück verheißt, und gern rief ich die Wellen zurück zum Herbst, wo näher um näher kreist. Eine Geschichte aus meinem Leben. Akza River friert in viele Platz, weil es war sehr seicht und die Straßen waren unfahrbar mit Auto. Nur mit Lastwagen oder Glück könnte man auf der Straße fahren. Als ich zum Alabama kam, war sie eine Erleichterung zu denken, dass ich vielleicht nie Schnee sehen und wenn ich es tue, wenig. Über mich. Ich heiße Emily Thomas und ich bin 20 Jahre alt, aber in 2 Wochen ich werde 21 Jahre alt sein. Ich habe eine Katze und sie ist 16 Jahre alt. Ich bin am 2. April 1990 in Montgomery, Alabama geboren. Aber ich hatte den Großteil meiner Kindheit in Birmingham, Alabama. Ich habe ein paar Hobbys. Ich wandere in den Wald gern und ich lese gern und Musik höre gern. Ich habe keine Freizeit, so ich lese Latein und Griechisch und lerne Deutsch. Als ich 13 war, lebte mein Vater in Heidelberg, Deutschland. Ich habe für den Sommer zu besuchen und mein Lieblingsessen der ganzen Zeit war Spätzle. Aber mein Lieblingsdessert war Spaghetti-Eis. Das war Vanille-Eis aus wie Spaghetti mit Kirschen und Sirup gekrümmt sehen, wie Soße sehen war. Als ich 18 war, zog ich aus meinem Muttershaus und lebte mit ein paar Freunden. Bevor ich nach Tuscaloosa, wenn ich hier zog, lebte ich in einem Studentenwohnheim für ein Jahr, bevor ich in eine Wohnung umgezogen. Ich war eine Kellnerin, aber jetzt arbeite ich an einem Stoffladen. Manchmal ich nähe und ich mache Taschen und Puppen. Weniger häufig mache ich Kleidung, normalerweise für andere Menschen, Westen, Kleider oder Jacken. Selten Hose, seltener Blusen. Aber Taschen sind am einfachsten. Wenn ich nicht viel zu tun, ich surfe im Internet oder lese mein Lieblingsbuch oder ich koche ein Küchen oder Macaroni und Käse oder Spaghetti oder manchmal ich spiele Video. Aber mein Leben ist langweilig. Es ist Arbeit und Schule und weniges anderes. Als ich 7 war, hatte ich eine Geburtstagsfeier bei einer Bowlingbahn und einige zufällig ältere Mann hatte ein Spielzeug aus der Maschine habe und gab es mir. Ich mag solche Leute, die bereit sind, zufällige Handlungen der Güte machen zu können.